So, es wird so langsam mal wieder Zeit für ein neues Video und diesmal mache ich euch eins zu klassischem Chinesisch und da steht ja noch so einiges aus. Die Basisgrammatik im klassischen Chinesisch ist ja recht einfach und es lässt sich mit 5 bzw. 6 Zeichen erklären und das Zeichen, was ich euch heute erkläre, ist das Zhe. Zhe steht hier. Beispielsweise hat 2 Funktionen. Einmal kann es ganz normal das Thema eines Satzes anzeigen und wird dann irgendwie nicht weiter übersetzt. Dafür ist der erste Beispielsatz und der zweite Beispielsatz entspricht JX. Das heißt also, dass J steht als Stellvertreter für irgendwas. Genitivpartikel und dann halt, ja, je nachdem, was in dem Kontext gerade passt. Ich erkläre euch das am besten gleich im Satz als Beispiel mal. Nehmen wir erstmal die Topikalisierung, also die Markierung des Satzthemas. Chang-zhe, bu-wei, you-yu, duan-zhe, bu-wei, bu-zu. Genau, ist ein Beispielsatz aus dem Zhuangzi und es geht halt darum, damit wir den Kontext haben, dass man irgendwie die Natur der Dinge so akzeptieren sollte, wie sie sind und nicht daran rummanipulieren sollte, weil das dann zu Schaden führt oder zu Unheil. Chang-zhe kann man hier, weil es das Satzthema ist, als das lange übersetzen. Im Modernen gibt es es ja eigentlich nur als Adjektiv, lang, ein langer Weg oder eine lange Zeit, langer Zeitraum. Aber hier ist es das lange. Das lange, was das lange anbetrifft, denn das hier ist ja Themapartikel, Topikalisierungspartikel. Wei. Wei hier im zweiten Ton halten für und dann nicht halten für haben, jo, yu, und yu heißt zu viel oder Überschuss. Und das ist dann eine Handlungsanweisung oder ja, eine Empfehlung, ein Rat. Also was das lange anbetrifft, so soll man es nicht halten, dafür zu viel zu haben. Also soll man das lange nicht für zu lang halten. Duanzhe, das Gegenteil, was das Kurze anbetrifft, oder was das anbetrifft, das kurz ist. Bu wei, bu zu, das soll man nicht dafür halten, bu nicht, zu auszureichen. Also das, was kurz ist, soll man nicht als unzureichend oder als nicht ausreichend ansehen. Also hier erster Punkt oder erste Funktion von Zhe, die Markierung des Satzthemas, also was das Lange anbetrifft und so weiter und was das Kurze anbetrifft und so weiter. Das zweite ist jetzt so ein bisschen kryptisch, entspricht JX. Ich habe jetzt einen Beispielsatz gemacht, man kann unendlich viele Beispielsätze machen, weil das X nämlich halt je nachdem das ist, was in der Situation am besten passt. Habe ich auch einen Beispielsatz aus dem Zhuangzi genommen, wo er auch selber drin vorkommt. Guangzhou, das war sein persönlicher Name, sein Eigenname. Und das Zhe haben wir hier relativ am Satzanfang auch stehen, nämlich Xi Zhe. Und Xi ist früher oder die alte Zeit. Und das Zhe kann man hier, entweder kann man das Xi schon alleine als die alte Zeit ansehen und übersetzen, also in alter Zeit und dann das, was dahinter kommt. Oder man kann auch sagen, dass dieses Zhe einem Shi. Oh, das sollte eine Klammer sein und nicht das Ding hier durchstreichen. Also Xi Zhi Shi, also die Zeit von alt oder von früher, also zu alten Zeiten. Entsprechend in anderen Kontexten kann das dann sowas sein wie Zhi Ren oder Zhi Shi.
Also der irgendwie mäßige Mensch oder die irgendwie geartete Angelegenheit. Aber hier, wenn es bei Sie schon relativ offensichtlich um eine Zeit geht, kann man das als Sch interpretieren, dieses Sch-X. Gut, also Sie, Zhe, Zhuangzhou, Meng, Wei, Hu, Dir. Das ist die Geschichte, wo Zhuangzi träumt, er sei ein Schmetterling. Also, in alter Zeit, Zhuangzhou träumte, und dann hier Wei, im vierten Ton, etwas sein, Hu Dir, der Schmetterling. Also früher oder in alter Zeit oder damals träumte Zhuangzhou, dass er ein Schmetterling sei. Und dann geht es halt so weiter, blablabla, er träumt, er ist der Schmetterling, und als er aufwacht, fragt er sich, ob er nicht vielleicht auch ein Schmetterling ist, der gerade geträumt hat, dass er ein Mensch ist, der träumt, dass er ein Schmetterling ist. Und so weiter und so fort. Ganz crazy die Sache. Naja, auf jeden Fall, so sieht das mit dem Zhe aus. Also einmal entsprechend des koreanischen In oder Nin oder des japanischen Wa, also Markierung des Satzthemas. Oder hier, es kann ein X sein und dann, je nachdem, in welchem Kontext man sich gerade befindet, kann man da ein beliebiges Substantiv, das am besten passt, einfügen und kann es dann entsprechend übersetzen. Genau, das sind die Funktionen von Zhe soweit, und das wäre dann die Lektion oder die zweite Lektion zum klassischen Chinesisch und seiner Basisgrammatik.